genau um 9 so. Uhr. Besser hätten wir es nicht timen können. Ich mache mir ein Bier auf und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, weiteren Stream-Spiel der Siedler 4 Weltmeisterschaft. Immer noch Achtelfinale. Warte auf Spieler Antimaterie. Okay, jetzt geht's. Wait a minute. Geht? Geil. Mhm. Einmal verkackt. Ja, egal. Nee, doch nicht. Geht nicht. Was nun? Also, Michi meinte gerade, er hofft sein Incidental durch, aber ich warte hier gerade die ganze Zeit auf Antimaterie. Ich auch. Jetzt scheint es zu gehen. Ja, okay, weitermachen wir. Ne, wie gesagt, heute spielt SF gegen SF und zwar SF Antimaterie im orangenen Maya und SF Erzengel im lilanen Maya. Als Co-Kommentator muss ich natürlich Fabi nehmen. War kein anderer da. Hallo Fabi. Hab mich mal wieder aufgezwungen. Hey, hey. So, wie immer halt. Ja. Im Chat schreiben auch schon alle Leute. Hallo, moin, yo. Genau, Grüße willkommen an den Chat. Oberst Lux trollt mal wieder komplett rein. Der Franz. Ja. Boah, aber das ruckelt. Also hier gibt's im 5-Sekunden-Takt gibt's hier gerade mal wieder einen kurzen Timeout. Habe ich so das Gefühl. Erzengel schreibt schon rum an. Ah, das könnte kritisch sein, ja. Drück mal eine F7. So. Fabi, du hast beide schon mal spielen sehen, oder? Nee. Ja. Wie gesagt, Maya auf der Karte. Maya, für meine Verhältnisse gut spielbar. Ja, ist eine absolute Maya-Karte. Also du siehst ja, du hast in unmittelbarer Nähe 5 Steinfelder. Was? Beide einverstanden mit Stream aus für ein deckfreies Spiel. Ja, ich meine, wenn die sich so beide... regelkonform ist, das weiß ich nicht. Ja, ich meine, die können sich ja gegenseitig nichts vorwerfen, ne? Und sind auch beide SF, also... Wenn die sich untereinander betrügen, was soll denn das, ne? Also... Ja, das war echt dumm. Aber wie gesagt, Steine sind... auf jeden Fall am Start. Genug. Mehr wie genug. Deswegen habe ich schon gegrillt, wo die Map kam. Das ist, glaube ich, die Map, die am meisten Steine hatte, die ich gebaut habe, also die ich rausgesucht habe. Ja, ist auf jeden Fall bombastisch. Also wir haben gerade bei Jerome im Stream, Keraban gegen Steppensturm, war auch Mayas gesehen, mit relativ wenig Stein. Und da hat dann auch der Keraban sofort auf Mana und den Steinfluch zurückgegriffen. Ich glaube, das werden wir hier nicht sehen. Nee, ich glaube daran eher weniger. So, beide haben jetzt Stream aus, ne? Ja. Erstaunlicherweise, Erzengel ist gerade ganz disconnected aus dem Discord. Ne, Antimaterie hat noch einen. Antimaterie, aber wobei... Ja, gut. Okay. Das wird ja echt spannend, weil lustig ist, da oben stehen von Orange, von Antimaterie, 7 Geologen machen nichts. Hochgealtet. Das ist natürlich auch. Hochgealtet, das ist natürlich äußerst ungünstig. Jetzt machen wir es so. Wo ist denn Erzengel jetzt? Du hast dir doch den Berg vorher schon mal angeschaut, nicht? Ganz kurz, aber ich habe ihn nebenbei offen. So. Natürlich. Oh, ich muss nicht so weit. Ich war über diese scheiß Aufkleber, ne? Leck, mal wieder. Antimaterie. Oh je, je, je. Da ist mir halt ein Fest. Antimaterie hat, glaube ich, nicht stabil stehen damit. Ja. Ja, der sollte vielleicht seinen Stream ausmachen. Kann ich ihm auch gleich mal sagen. Ich weiß nicht, Erzengel ist jetzt ganz vom Discord runter. Das sagen das mal unten. Ja, ich sag ihm das mal. Aber die Ehre. So, Fabi ist fix unten. Bescheid sagen. Ja, wir haben hier ein klassisches SF gegen SF-Spiel. Mein Gott, Zungenbrecher. Ich bin gespannt, wer hier gewinnen wird. Ich glaube, beide können Random-Karten, HG-HG oder wie man es auch nennen mag, doch recht vernünftig spielen. Oh ja.
Aber wir sagen gerade jetzt bei Myers von Antimaterie hört man immer, der kann alles spielen. Der kann alle Völker bombastisch gut und zwar insbesondere Römer und Maya. Antimaterie ist orange. Also könnte man ja meinen? Könnte man ja meinen, dass er mit den Myers hier ziemlich Gutes abliefert. Ich kann sagen und hören, dass er da ein gutes Rennen liefert. Also Erzengel ist auch ein guter Spieler, gerade auch Römer, aber ich weiß nicht, ob der mit den Maya so viel Erfahrung hat. Das werden wir wohl herausfinden. Hm. Boah, aber der ist jetzt hier gar nicht mehr im... Ja gut, ich meine, wie gesagt, die sind beide im gleichen Clan, was wollen sie sich denn gegenseitig vorwerfen? Also die werden sie jetzt hier schon nicht die Haare ausreißen, aber... Aber wie gesagt, ganz regelkonform ist es ja eigentlich nicht, ne? Na, ich sag mal, es wäre mir auch lieber, wenn die hier zumindest im Discord wäre. Ja, wenn er jetzt gleich nicht auftaucht, dann schreibe ich auch nochmal kurz in den Chat. Weil vielleicht ist das auch, also das allein schon, dass im Discord-Channel sein, dass halt theoretisch die Voice übertragen wird, dass das schon... Abkackt schon, meinst du? Ja, das wäre zwar ein bisschen strange, aber... Und eigentlich, weil Discord nicht so viel in den frisst. Hm. Boah, hier gibt's echt Nonstop. Bei dir ist auch die ganze Zeit Antimaterie, ne? Bei mir ist immer Antimaterie, ja. Das läuft ja nicht rund, sagen wir es mal so, ja. Ich weiß ja nicht. So. Ich höre Kriegsgeschehnisse. Hier laufen Diebe rein. Ach, da ist ein gespotteter Dieb. Okay. Oh ja, stimmt. Oh, der zweite, der kommt auch nicht weit. Nee. Nee, du. Boah, das ist ja wirklich ganz übel. Ah, das mit dem Internet, das müssen wir nochmal üben, Jungs. Oder Antimaterie, eher gesagt. Aber er hatte schon am Anfang gesagt, hoffentlich hältst du den Internet durch, ne? Du kannst dir ja nichts vorwerfen. Mhm. So, ja. Erzähl mal was, ne? Ich werde gerade von Marvin angeschrieben, wir haben jetzt gerade drei Spiele gleichzeitig, wir haben nicht genügend Voice-Channel für die Spieler, eieiei. Wer hat dich angeschrieben? Das ist ja Marvin, der nächste Schiedsrichter. Und wir haben schon den General-Chat, ne? Wir sind ja im Streaming-Channel. Was mich wundert, dass bei Antimaterie die Eisenschmelze und Werkzeugspiele doch recht weit vom Berg weg ist. Also er könnte sich halt näher bauen, ne? Also, welche Laufwege. Wie meinst du? Ah, die Eisenschmelzen und Werkzeugspiele. Ach so, ja, die will er halt frühzeitig planiert haben. Und dann auch die ersten Werkzeuge, die laufen ja dann schon früher, weil das Kohle und das Eisen vom Startturm, das ist ja dann gut. Näher dran und so. Ja, gut. Könnte vielleicht. Da anliegen, ne? Ganz klarer Fall. Boah, was ist das hier gerade für ein Chaos? Wo? Ja, mit dem nächsten Spiel, weil die wissen gerade nicht, in welche Channels die rein sollen. Wissen sie in irgendeine Gruppenchannel gehen? Als Streamer kannst du das. Ja. Dürfte es kein Problem sein. Boah, ich will die halt jetzt auch nicht total nerven, dass die jetzt nochmal Channel wechseln und so. Ja. Ja, Erzengel müsste ja eigentlich in den Channel rein und Dani müsste eigentlich... Ja, keine Ahnung. Und also Marvin fragt gerade, ob Dani jetzt quasi auch rausgehen kann aus dem Channel, wenn er eh nicht mehr streamen muss, weil die halt die Channels brauchen. Marvin läutet halt noch ein Spiel.
Ja. Achso, dann macht die Schiri da durch, ne? Ja, streamt die denn in Streaming 1 noch? Sind die noch am Spielen? Ja, das Spiel startet gleich mit Rob und Tobi. Ich bin hier gerade ein bisschen konfus. Ich bin gerade ein bisschen konfus, was wir machen sollen. Ja, lass die mal machen, das geht uns jetzt nicht an. Wir hocken hier oben rum. Warte mal, ihr könnt das anders machen. Hä? Geh mal kurz, Achtung. Lul. So, da könnt ihr hochgehen. Hä, wo sind wir jetzt? Okay, wir streamen unten. Ja. Jetzt verstehe ich's. Ja. Ist doch ganz geil, wo wir sind. Habe ich zu mir kein Quatschen. Ja. So, können wir uns auf das Spiel konzentrieren? Lass die machen oben, die können das auch ohne dich. Ja. So. Ja, können wir machen. Okay. Animaterie baut Lager. Vermutlich für Steine. Ja. Der Wald sieht bei beiden ein bisschen mau aus. Gerade bei Erzengel unten. So, die ersten, wo die drei Sägewerke stehen, das sieht noch dicht mager aus drumherum. Also, die Holzfäller laufen ziemlich weit. Ja, das stimmt wohl, aber. Der Wald ist auch ein bisschen kurios, sag ich mal, aber ich meine, das mach ja, da kannst du dir das schon irgendwie leisten. Nur kurz sagen. Aber trotzdem sieht der Wald bei Antimaterie ein bisschen besser aus. Bisschen sauberer, ja, das stimmt auf jeden Fall. Krawatte, erstmal grüß dich, das haben wir schon gemacht. Ich bin jetzt mit Fabio Andersen gegangen, da könnt ihr hoch. Bevor sie irgendwelche Auseinandersetzungen gibt. Ihr und Toilette ist vielleicht doch nicht so die beste Kombi. Egal! Aber trotzdem danke für den Einwand, dass wir Wetten bei euch spielen können. Aber wie gesagt, Regeln sind Regeln, ne? Gibt gerade nicht so viel zu erzählen. Anne würde jetzt wieder ein Referat sprechen. So, Abstand sieht man jetzt schon. Verbaute Ressourcen 30. Ja, bei Dani läuft das ein bisschen flüssiger. Aber, wer ist Dani? Also Antimaterie. Und bei Erzengel, hat dafür ein paar mehr Siedler. Ja, gut, jetzt liegt der Steinmetz immer nicht mehr voll. Also ich würde sagen, von der Ausrichtung des Steinfeldes her sind sie beide ähnlich gut. Tendenziell Position 2 ein ganz kleines bisschen im Vorteil, aber. Naja, nee. Wenn du die mittlersten zwei Berge siehst, mittlersten zwei Berge, sorry, die zwei Steinfelder, hast du eigentlich oben mehr den Vorteil. Oben? Wenn du von oben rangehst. Hol sie 1. Ja, okay, ja, ich rede jetzt gerade nur von dem Startsteinfeld, was wir haben. Insgesamt, du kannst von über. Ja, okay, es schenkt sich nicht viel, würde ich sagen. Es schenkt sich eigentlich nichts. Wie gesagt, genau. Du bist ja theoretisch eigentlich immer im Vorteil, laut Ando, ne? Ja. Er hat ja eigentlich auch recht, weil du kannst halt alles eigentlich oben drüber bauen. Kannst du auch aus Pulti 2, dauert halt etwas länger. Klar. Ja, stimmt. Was ich ja stark sehe bei Erzengel. Erzengel versucht frühzeitig Diebe rüber zu kriegen. Sehr früh. Wofür auch immer. Ja. Gute Frage. Ich meine, Erzengel, der wollte ja vorhin schon irgendwie ein bisschen rein und wollte vermutlich Werkzeuge klauen. Ich vermute, er will hier irgendwie einfach ein bisschen durch Ärgern quasi die spielerische Leistung von Antimaterie mindern, damit er vielleicht selber auch näher rankommt. Aber dafür versteckt er halt gerade extrem viel Zeit. Na, guck mal, 50 Ressourcenunterschied mittlerweile. Ja, na klar, das ist natürlich auch ein Ding. Das rennen sie erstmal Steine einlagern bei Lila. Da müssen sie da gerade losstürmen.
Das Ding ist, wenn du schaffst, die drei Sensen, ja, drei Sensen zu klauen, das tut schon weh. Das tut richtig weh. Wenn du das nicht mitkriegst und die scheiß Dinger baust und dann die halbe Stunde nicht laufen, weil du es vergisst. Caladrius. Nein, das ist Ägyptermusik gewesen. Tatsächlich habe ich den Mist so umgeändert, extra noch, dass es wirklich volkweise passt. Also nicht ganz. Römer sind Römer, Maya sind Ägypter, Trojaner sind Amazonen und Asiaten sind Wikinger. Wenn du es ganz genau nehmen willst. So, wie gesagt, Krawatte, Steine einlagern. Du hast eigentlich recht, glaube ich, weil so wie die gerade Steine durch die Gegend schleppen, werden die hier irgendwas einlagern davon. Ja, stimmt. Was mich wundert, Antimaterie lagert Holz ein. Warum? Brauchst du eh nicht viel als Maya. Was sagst du zu der Geschichte? Holz einlagern, weil es näher dann am Bauort ist, vielleicht? Macht eigentlich keinen Sinn, ne? Oder was sagst du dazu? Warte, ich bin gerade noch mal ein bisschen AFK. Patrick schreibt mir gerade, es tut mir ein bisschen leid. Was war die Frage? Wieder vergessen, scheiße. Dann kannst du nicht so richtig gewesen. Doch, wenn wir gegen Holzanlagern macht doch eigentlich nicht so viel Sinn bei Mayas. Aber es könnte halt Sinn machen in der Hinsicht, dass es halt näher am Baugeschehen ist. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, macht wahrscheinlich mehr Sinn, weil der Stein, der liegt sowieso relativ gut. Ich weiß nicht, ob das so, jetzt. Die nächsten lieben verrecken. Ja, und oh, yeah. Antimaterie rennt weiter vor Erzengel davon, ne? Also. Ja, also in der Wirtschaft, das ist mir schon einen gigantischen Unterschied. Also er hat gefühlt die doppelte Anzahl an Steinmetzen bereits stehen und ich meine, das ist ja exponentiell für, für die Mayas quasi. Exponentiell? Ja, ich glaube. Also ich meine, je früher du halt die weiteren Steinmetze hochziehst, desto mehr kannst du bauen, desto schneller kannst du noch mehr Steinmetze und da kannst du halt ja, total davon reisen. So ein rollender Stein, der wird immer größer. Genau. Also ich glaube, Erzengel verbringt ja viel Zeit damit, sein Gebiet zu erweitern. Zu schnell zu viel, in meiner Hinsicht. Ja. So sehe ich das jetzt. Ja, er hat unfassbar viel Land, ob er das jetzt schon braucht oder auch überhaupt nutzen kann, ich weiß ja nicht. Brauchst du eigentlich noch nicht. Ah ja. Aber ich verbaute Ressourcen, gut, Antimaterie war zwischendrin schon 50 vorne, jetzt sind sie wieder in Anführungszeichen nur 40, das ist glaube ich in Ordnung, also. Aber ich frage mich, warum baut ein Erzengel keine Getreide? Nee, ich korrigiere mich, es ist doch nicht in Ordnung. Antimaterie hat gefühlt 15 Steinmetze, Erzengel hat 5. Nein, der baut jetzt genau, auch Steinmetze. Ja, also von den verbauten Ressourcen, da wird Antimaterie gleich davon ziehen. Der wird gleich einen Vorsprung von 100, 150 haben. Vermutlich. Die Frage ist, warum baut Erzengel die Getreidemine so schlecht? Also schlecht in Anführungszeichen, ne? Die kann sich halt nicht voll ausbreiten. Da ist halt die Wüste. Ah, das reicht. Das reicht. Reicht das? Das reicht, sag ich, ja. Okay. Aber warum? Zumal die Maya-Getreidefarm ja sowieso mit dem Standardarbeitsbereich ein bisschen nach links verlagert ist. Das Foto eindeutig kümmert in der falschen Partie, inwiefern? Inwiefern? Ja, ich bin gerade total AFK, das stimmt, aber es gibt gerade andere Probleme hier. Kann gar nicht sein. Und ich kann natürlich jetzt nicht die Mayas perfekt kommentieren, aber ich krieg das schon hin, glaube ich. Das ist in Ordnung. Was haben die jetzt gemacht? Dieses Antimaterie da. Ach, scheiß drauf. Ja, Patrick hat jetzt Antimaterie hochgemoved, damit da die Channels frei sind. Erzengel so. Ist weg, aber ich hoffe, das ist einfach kein Problem. Ja, ich hoffe es auch. Ja. Mein mehr Channel hätten wir gerade eh nicht. Und Rob und Tobi wollen sich gerade auch gefühlt das Genick brechen, weil die dürfen Trojaner spielen und keiner von beiden hat da Bock drauf. Geil. Es laufen aber auch gerade zu viele Spiele, muss ich sagen. Es ist
Na, ich meine, gut, der Start. Das erste ist schon vorbei, also noch drei. Ah. Wow. Wie sieht's denn bei Sandy aus? Jo. Huiuiui. Flo, berichte mal im Chat bitte. Tritt da gerade Night Fever Macronix mit den Wikis so ein bisschen in den Arsch? Wie funktioniert das denn? Ich dachte, Macronix Wiki noch besser. Dachte ich auch. Also, ich habe jetzt gerade nur einmal kurz einen Blick drauf geworfen. Das sieht eher so aus als. General, moin. Grüß dich. Hi, hi. Du kannst, du hast. General, du hast gar keine Zeit zum Spielen gucken. Du musst dich auf dein Viertelfinale vorbereiten. Ah, gegen wen geht das denn? Warte, schau ich nach. Nee, entweder Bieber oder Slayer. Ah, stimmt. Wenn es nicht schon durch ist, weiß ich nicht. Nee, ist noch nicht durch. Oh, also, Slayer hat eins gewonnen. Direkt 6 Getreidefarmen? Holy shit. Uiuiui. Ui, ui. Ja, warum er das macht? Oder sind das 6? Nee, das sind 5 und eine Tierzucht, oder? Ja, könnte sein. Warte mal, Rob vs. Tutti haben Troja vs. Troja gespielt und beide gleichzeitig verloren. Warte mal, was? Haben bereits gespielt? Es steht zumindest das Haben da, ja? Und laut meiner deutschen Rechtschreibung ist das die Vergangenheit. Ich bin ja komplett verwirrt gerade. Was geht denn bei denen ab? Flo, berichte mal. Entweder trollen die komplett durch die Gegend oder. Ja, wie gesagt, ich glaube, die hatten beide keinen Bock auf Trojaner, aber was da gerade für eine Schiebung abgeht. Kann man nicht gleichzeitig verlieren? Ja, vermutlich irgendwie gleichzeitig Türme gerissen oder so. Wahrscheinlich eher nicht. Zufallsfaktor entscheiden lassen. Ist das bescheuert, ey. So, Erzengel lagert Golderz ein, baut aber noch keine Goldschmelze. Baut sich noch eine zweite Eisenschmiede. Eisenschmelze, Entschuldigung. Siedler sieht bei beiden auch gut aus. Ja, sind bei beiden gleich, ne? Aber du siehst halt jetzt schon diesen Vorrang, den Antimaterie hat. Er hat eigentlich schon zu wenig Siedler für seine Zwecke. Die Steinschmelze liegen einfach voll. Na, ich glaub. Ein Haus könnte er mehr vertragen, bin ich ehrlich. Ich meine, es ist gerade 20 geworden. Guck mal, bei seinen Getreidefarmen stehen 20 Siedler rum. Wir spielen in Hearts Edition. Wenn es Trageaufträge gäbe, dann würden die direkt loslaufen. Dann baut er einfach zu wenig. Na, aber er baut genug und hat gerade. Wobei, es liegt kein Stein mehr voll. Ich glaube, er spielt das hier absolut perfekt. Guck mal unten, die lagen gerade noch alle voll. Hero Florian ist auch komplett RIP. Ja, der ist genauso gehe wie ich. Muss ich selber mal ganz kurz in den anderen Stream noch reingucken. Vom guten Jerome hier. Oh, Stempel. Stompbild. Stompbild. So, was macht unser Erzengel hier? Aber wie gesagt, der baut die Getreidemengen halt sehr weit auseinander, würde ich sagen. Ja, ich glaube. Es wird keinen gravierenden Unterschied machen, aber auch so vom Schönheitsaspekt, ja? Also dafür hat er halt viel mehr Platz für die Schwerindustrie dann. Also ich glaube, das ist besser, als wenn er es dann zugequetscht dahin bauen würde. Er hat aber Antimaterie auch. Und ich meine. Nee, Antimaterie hat die mindestens genauso weit weg. Überleg das mal, guck mal, die müssen auch quer durch die ganze Wirtschaft zum Berg. Das ja, macht keinen signifikanten Unterschied. Mir geht's nicht darum, dass die weit weg vom Berg stehen. Mir geht's darum, dass die ineinander weit weg stehen. Ja, wo ist denn da das Problem? Die müssen ja nicht das Getreide zwischen den Farmen hinterher tragen, sondern die müssen ja von der Farm zur Mühle. Du müsstest ja rein theoretisch. Müsstest du jetzt an die letzte, also an die ganz linke Getreideform, na auch ein Bäckerreiter. Ansonsten nee, laufen die sich ja nee, durch. Nee, nee, Quatsch. Ich meine, ob jetzt das Brot von der Bäckerei zum Berg getragen wird oder ob das Getreide von der Getreidefarm zur Mühle, zur Bäckerei getragen wird, das ist völlig egal. Sag ich. Also, ja, ich meine, der Weg, sein. der muss ja irgendwie absolviert werden. Von Farm zu Kohlemine. Ja, der Weg muss so gemacht, das ist klar.
Genau, also ich meine, es wäre natürlich ungünstig, wenn die dann im Zickzack laufen. Also von Getreidefarm zur Mühle, zur Bäckerei, zur Mine. Zickzack wäre natürlich blöd, aber wenn das so grob so in einem Rutsch funktioniert, dann das bisschen an Laufweg hin und her, das ist gerade egal. Guck dir mal die verbauten Ressourcen an. Du hast gesagt, du hast innerhalb von kürzester Zeit waren 100 Ressourcen Unterschied sein. Ja. Ja, und da stampfst halt auch jetzt die Gebäude aus dem Boden, ne? Nahrungsindustrie ja, ist fertig. Brutal. Ich meine, bei der Maya-Position, das ist ja traumhaft. Also. Das ist echt gut. Was mich interessieren würde, wäre ein Maya mit sehr wenig Stein. Ja. Also zum Beispiel das 16-Finale von Macronix. Ein Feld direkt bei dir an der Stadtposi und eins recht weit weg in Klammern hinter Berg. Mhm. Das war, glaube ich, mal interessant, was du dann aus einem Maya rausholst. Das würde mich auch mal interessieren. Vor allem, also gerade dann mit ganz wenig Stein ist ja umso effizienter und umso brauchbarer Steinfluch auch mit Mana. Also solche Taktiken, die machen mir immer ganz besonders viel Spaß. Oder aber du kannst nicht von Anfang an mit Steinminen anfangen. Die brauchen viel zu viel Brot, da hast du noch gar nicht die Getreideindustrie stehen, das ist Katastrophe. Getreideindustrie, okay. Ja. Ich hätte gesagt Nahrungswirtschaft, okay. Nee. Nennen wir es so, passt schön. Ja, ich habe so das Gefühl, wenn jetzt Antimaterie nicht irgendwelche gravierenden Fehler macht, wird das eine ziemlich kurze Runde. Den Eindruck habe ich auch. Stand jetzt natürlich, ne? Kann sich ja alles. Ne? Außer dem Erzengel haut jetzt hier den krassesten Turmsnap ever raus. Mhm. Und bumst ihn komplett aus dem Leben. Na gut, mit seinen Dieben hat er ja schon gezeigt. So ein bisschen Trickserei hat er, glaube ich, drauf. Ja, er hat aber einfach keine Diebe mehr. Er hat 6 Stück rübergeschickt, 6 Stück sind tot. Hm. Also gebracht hat's nichts. Das stimmt wohl. Stimmt so. Bei Antimaterie kommen jetzt auch die Häuser. Na, die Brauer jetzt aber auch. Ganz kurz ein kleines bisschen Siedlermangel, aber ich glaube noch nicht so schlimm. Zumal jetzt hier nochmal gerade gleichzeitig 3-4 Häuser fertig werden. Genieße. Ah, was mir endlich gut gefällt, was sehr viele nicht gemacht haben, Antimaterie baut frühzeitig einen Jäger. Rein theoretisch könnte er sogar 2 bauen. Theoretisch. Weil da rennt einfach so viel rechts oben in dem Wald rum, Stückchen rum. Aber dafür bräuchst du den zweiten Bogen, oder? Man hat doch nur einen Jäger, standardmäßig. Weil man hat am Anfang standardmäßig nur einen Jäger, das ist richtig. Genau, dann kannst du ja den zweiten Jäger kannst du erst frühestens bauen, wenn deine erste Waffenschmiede schon einen Bogen ausgespuckt hat. Ja. Gut, bei SF wird es bei auch schwieriger mit Bögen. Ach, wenn wir sehen. Ja, ne? Ja, wobei, halt der Abstand, den er sich kurzzeitig gearbeitet hatte, der ist wieder ein kleines bisschen zurückgefallen. Jetzt ist es wieder mehr geworden. Ich glaube, das kommt drauf an, was du baust. Na klar, ich meine, du hast ja unterschiedliche Delays und es wird ja immer nur so ein ganz kurzes, quasi ein Querschnitt angegeben. Zu Punkt genau dieser Minute, welche Gebäude bereits fertig sind. Genau. Das ist ja nicht ganz aussagekräftig. Flo, wenn du gerade noch im Chat bist, bericht doch mal, wie es bei Macronix und Night Fever läuft. Aber wenn ich das richtig sehe, dann gewinnt das hier gerade Night Fever. Und Mighty Mixtape fragt, hat Night Fever jetzt mit 3 Getreidefarmen gewonnen? Spielt er schon wieder so einen verrückten gegen die Wand vor Aufbau, ey? Ich fasse es nicht. Hier bei Mac, bei Sandy im Chat. Flo schreibt Macronix direkt. Oi. Siri Simsi. Okay, ja. Damit wäre Macronix raus. Das ist definitiv GG. Boah, jetzt hat er echt auch mit den Wikingern verloren. Ich dachte, das könnte der richtig gut. Ich habe ja auch gedacht, dass Macronix wenigstens Wikinger spielen kann, wenn er so schon nicht aus dem Kasten hat. Nein, alles gut. Nein, Macronix. Doppler Typ. Gornix, das war Jokely. Hey, ich hab wirklich gedacht, weil ja alle schreiben, ja, Wikinger, Macronix, das läuft. Ja, und scheint ja doch nicht so, ne? Ja.
Ja, was ich auch interessant finde, so wie das jetzt gerade klingt, ich hab das jetzt nicht gesehen oder nicht spectated das Spiel, aber Night Fever hat wohl schon wieder so ein ultra, ja, ich sag jetzt mal, riskanten PT-Aufbau gespielt. Flo berichte das mal, aber wenn ich das richtig sehe, drei Getreidefarmen oder so, also drei Getreidefarmen ist schon extrem wenig. Drei Getreidefarmen? Zu welcher Minute? Ja, wohl PT50 oder so. Okay. Ja, wie gesagt, jetzt mal zu uns zum Spiel. Die anderen Spiele sind mir scheißegal gerade. ja, tut mir leid. Die Wirtschaft denke, die bei Antimaterie läuft. Bis gerade eben, perfekt. Jetzt hat er gerade mal 10, 15 streikende Siedler. Weil er ja, aber das, viel sind, hat. Das hält ja die Wirtschaft nicht auf. Dann macht er kurz Liebe. Mal. Alle Baustellen liegen voll. Die waren gleich hochgeschmiedet. Die Baustellen werden hochgeschmiedet. Ich habe nichts mehr, ey. Mein Tag ist so viel Arsch, ne? Nee, ja. Genau. Hoch. Ja, lassen wir das. Neue Häuser müssen gebaut werden. Werden auch gebaut. Müssen gebaut werden. Sonst wird's eng. Mit seiner Wirtschaft. Aber guck mal, Antimaterie hat bereits doppelt so viele Siedler wie Erzengel hier. Ja. Und bei Erzengel, ja, ich sehe noch vereinzelt welche rumstehen, aber viele sind es nicht. Nee, Erzengel baut auch nur, ich gerade mit Meyers ein bisschen überfordert. Er hat 4 Getreidefarmen stehen, das Getreide verdorrt schon teilweise, weil es wohl voll lag. An der mittleren Farm. So nah an der Wüste dran. Nee, Spaß. Back auch voll. Nicht. Back voll. Das geht, ja. Also die brauchen echt nicht so viel Platz, ne? Aber nee, erstaunt, immer wieder erstaunt drüber. Wie wenig die doch brauchen. Im Gegensatz zu Sonnenblumenfarmen, die brauchen eine Menge Platz. Ja, tut mir leid, muss uns auch nochmal die Kerbe zu Trojan anschlagen. Ja. Ja, ich sag, der Renze bitte 50, also. Uiuiui, ja, wird schwierig. Also, wenn, muss ich Erzengel hier noch ordentlich ranhalten. Ich wollte gerade sagen, Erzengel ist, glaube ich, so eher der Römerspieler. Oder anderes ja. Volk, aber ich glaube, er ist halt absolut null Maya-Fan. Was ich ja verstehe. Wenn ich das richtig im Kopf habe, war Erzengel auch einer von den Leuten, die nicht für die Trojaner-Regel oder für generell die verschiedene Volk-Regel gestimmt haben. Ich glaube, der wollte lieber Wunschvolk, also Römer spielen. Ja, ne? Gut, jetzt kommt auch von ihm die fünfte Getreidefarm. Von Erzengel? Ja. Wird gebaut. Antimaterie hat mittlerweile schon 6 Stück, wenn nicht sogar 7. Ne, 6. Ja. Krass, also der spielt hier richtig fett auf Nahrung. Na gut, so viel Stein wie er hat, da kann er sich auch leisten, noch 2 Getreidefarmen zu bauen. Halt, ich habe jetzt auch mal gegen Ando wieder gespielt gehabt, schönes HGHG. Maya gegen Trojaner. Du siehst halt, wie unfassbar der Unterschied im Late Game ist. Wie sehr du gebumst bist, wenn du keine Steine mehr hast. Ja. Oder wie schnell. Nee, Käse, Quatsch, anders. Nicht im Late Game, sondern wie im Aufbau der Unterschied da ist zwischen Trojaner und Maya im Steinverbrauch. Ich meine, ich sag mal so, die Trojaner sind jetzt nicht die sparsamsten, die Steine brauchen, ne? Aber und Antimaterie fliegt hier. Da fliegt. Vielleicht. Ja, da fliegt. Ah, sieht nicht gut aus. Oh, Alter. Oh, geht auch. Hüiuiui. Ganz knappes Ding, ja. Ja, wie gesagt, wo ich dann meine Steine fertig war. Die lagen tatsächlich ungünstig, meine Steine. Die waren zwischen den Bergen, wo ich bauen hätte können. Schwerindustrie. Und da war ich fertig. Hab alles abgebaut, Schwerindustrie gebaut. Da hat Ando nicht mal die Hälfte. Also, der Trojaner nicht mal die Hälfte weggenommen. Ja. Das ist brutal. Das kann nicht aber schlecht. Bei einer HG und möchte ich nach hinten losgehen, Maya, ne? Die HG Hoge. Uki? Nix. Ja. Eine Steine, kein Wald am Anfang. Aber dafür 1000 Mana. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, hat jetzt tatsächlich Rob seinen Turm eingerissen, weil er kein Trojaner spielen wollte. Und die machen jetzt einfach instant Spiel 2 mit einer neuen Map und neuem Volk. LOL, was läuft denn bei denen, ey? Also so schlecht, also so, egal. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich als Lose für Rob zählt, oder weil die wollten ja eigentlich beide gleichzeitig reißen, weil sie beide keinen Bock hatten wohl.
Der zuerst reist, bei dem der erste hat eigentlich verloren. Ja, Regel ist ja. Regel. Verloren ist verloren. Verrückt. Gibt's auch kein Wenn und Aber, eigentlich. Ja, das stellt jetzt echt erst los für Rob. Alter, okay. Die trollen sich komplett weg. Ja, verrückt. Also wenn jetzt Rob das Weg rausfliegt, ey. Wenn du das in einem 16. Finale machst oder in der Vorrunde, aber da nicht im Achtelfinale oder Viertelfinale, wie weit der auch schon sind. Ja, finde ich auch heavy, muss ich sagen. Also, ja, gut. Ja, no judge, ne? Die können ja machen, worauf sie Bock haben, spielst, aber. Ne? Ja. Aber wenn du richtig schlechten Trojaner spielst, dann spiel doch wenigstens das Spiel. Du, ja. Klar, du nimmst ja auch den Zuschauern die Freude am Zugucken weg. Ja. Weil du auch Römer gegen Römer nur einfach 90% gespielt worden sind. Ja. Bis zum Zeitpunkt von vor einer Woche ungefähr. Ja, muss ich ja sagen, finde ich stinkend langweilig mittlerweile. Also ein Römer gegen Römer-Match. Ist auch stinkend langweilig. Das ist halt immer das Gleiche. Ich meine, das hier bei Maya gut. Ist zumindest nochmal ein bisschen die Abwechslung. Man hat jedenfalls bei Wenigstein auch nochmal die Option, auf Mana zu gehen. Mhm. Bei Römer ist einfach scheißegal, ja. Kannst du machen, was du willst. Ja. Ich meine, so eine Maya-Wirtschaft, die ist natürlich auch beeindruckend, was du da innerhalb von 50 Minuten aus dem Boden stampfen kannst. Ja, das, guck mal, innerhalb von 30 Minuten, ne? Ja. Antimaterie könnte der Reihe theoretisch anfangen zu produzieren. Hat halt dafür ein bisschen wenig Siedler. Zum Produzieren. Ja. Ja, und Erzengel muss jetzt seine Produktion sehr weit wegbauen von Bergen. Also sehr weit weg vom. Erstaunlicherweise, Erzengel hängt zwar diese 100 verbauten Ressourcen hinterher, aber nicht mehr. Also ich hätte gedacht, dass diese Steinmütze am Anfang, die von Antimaterie so super früh kam, dass die quasi einen ziemlichen Ketteneffekt hätten und zu nochmal viel mehr verbauten Ressourcen führen. Aber. Das kommt drauf an, wie sich jetzt Erzengel anstellt. Wenn er jetzt baut wie wild, dann können wir sogar noch aufholen. Das heißt ja nicht, ja, wobei du in der 30. Halt Minute deine ganze Wirtschaft steht, kann er trotzdem noch alles abbrauchen danach. Ja, das stimmt. Da kann aber derjenige. Ich würde sagen, tendenziell eher nur, wenn Antimaterie hier wirklich einen Fehler macht. Ich glaube, rein durch spielerisches Geschick kannst du so einen Vorsprung nicht mehr wirklich rausholen. Nee, das glaube ich auch nicht mehr, aber. Trotzdem kann das sein, dass Erzengel jetzt einen richtig krassen Plan hat. Und dann irgendwie irgendwas sniped, was richtig wehtut. Das ist so richtig, richtig weh. So. Wie gesagt, ich behalte gerade immer nebenbei noch ein Auge auf die anderen Streams. Makronix ist raus und Rob und Tobi spielen jetzt ihre Partie 2 mit Wikinger. Makronix ist raus. Ja. Da muss ich ihn auf der Lama mächtig zusammenscheißen, warum der raus ist. Warum der mit Wikinger verloren hat. Das ist direkt, ja. Direkt eine Schelle. Verrückt. Verrückt, verrückt. Sagt der, der vor und rausgeflogen ist. Klassiker. Ah, da können wir uns ja eine Hand geben, Fabi, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe wenigstens meine Thermos bleiben lassen. Um Spaß zu haben. Ich habe anständig verloren, ja? Und ich bin hier, um die Leute zu Trojaner-Mains zu missionieren. Also wie sagst du ja Hobas, oder wie? Ja, genau so. Und eins garantiere ich dir. Nach dieser WM werden die Leute auch davon überzeugt sein, oder zumindest teilweise davon überzeugt sein, dass Trojaner ähnlich stark sein kann auf HGH wie ein Römer. Da kann, muss halt bloß üben. Wenn nicht sogar stärker. Das glaube ich nicht. Trojaner gegen Maya. Wart ab. Das Spiel habe ich gegen Ando gesehen, beim Spiel gegen Ando. Ja, wart ab. Wart ab. Ja, es gibt immer irgendwelche Leute, die das perfektionieren. Logisch. Ja. Und ein perfektionierter Trojaner-Aufbau hält, und das ist jetzt hier mein Statement, ob mir das jetzt auf der Stelle jemand glaubt, okay, oder nicht, ich sag einfach, wartet die WM ab. Wie meinst du? Ist während das Klippen, was du jetzt sagst, dass du für den nächsten WM das Ding von der Nase reiten kannst. Ach, ich bin nicht der Profi-Siedlerspieler, um das zu machen. Aber es gibt Leute, die aktuell noch in der WM drin sind und die auch noch Gelegenheit haben werden, die Trojaner zu spielen. Und ich sage dir, ein perfektionierter Trojaner-Aufbau hält mit einem perfektionierten Römer-Aufbau mit. Joa, naja, mal gucken. Wie gesagt, ich spiele es auch mal gerne, aber halt nicht jetzt. Mhm.
Er ist halt anders. Das ist das, woran sich die Leute gewöhnen müssen, dass du halt mit diesem komischen Mana-Aufbau auch irgendwie sinnvolle Sachen machen kannst. Anders. Genau so. Okay, ja, SF-typisch, ne? Ja. Schwabber. Die Frage ist, ist zweite Jägerhütte gibt's nicht? Okay. Nee, brauchst du auch nicht, wenn du frühzeitig so eine Maya-Tierzucht hast. Na, nicht mit der Maya-Tierzucht. Die Maya-Tierzucht, die ist ja richtig am Durchscheppern. Ja. Liegt da auch Eisen da, also, ja, vielleicht da. Ja. Gucken wir mal zu unserem lieben Erzengli. Erzengli. Aber er produziert halt auch, ne? Ja. Aber wie gesagt, die verbauten Ressourcen, die hat er sich so ganz knapp wieder reingeholt. Also ich meine, das ist halt so eine kleine Industrie, die Antimaterie früher hat, die früher läuft, die damit auch früher produziert. Ja. Ein paar Siedler, die Antimaterie mehr hat. Mehr ist das auch nicht in den verbrauchten Ressourcen. Mhm. Wenn ich das richtig sehe, machen beide schön ihre Lager voll, bevor sie die Kaserne bauen. Oh ja, warum nicht, ne? Wieso sollten sie das denn nicht tun? Das ist echt ein Traum, an wie viel Steine du hier rankommst. Überall in der Wirtschaft. Unten, rechts oben, Mitte, rechts oben. Was ist. Touch 37 hat gerade was für dich geschrieben, Fabi. Würde dich freuen. Früher als Zweitvolk hast du mich schon längst missioniert. Das ist ganz cool, dass man in Mana sozusagen ein unendliches Lager hat, sodass man sich nicht zu Sorgen ums zu hochskalieren machen muss. Oder? Ja, das stimmt. Also Mana zu hochskalieren kannst du nicht, weil wenn du halt zu viel hast, dann kannst du scouten oder Truppen unsichtbar machen oder hier Zeug bekehren und so. Das ist schon nice. Aber du musst natürlich trotzdem aufpassen, dass es dir zwischendurch nicht abraucht. Aber nichtsdestotrotz cool. Also ich freue mich über jeden weiteren Trojaner-Spieler. Vielleicht ist es auch irgendwann Standard, dass man in Lobbys, die man auch aufmacht, auch den Trojaner-Haken anlässt. Ganz von alleine, ohne dass ich drum bitten muss. Und Sandy raided. Sandy, danke für den Raid. Küsschen geht raus. Von dem Sound erschrecke ich mich jedes Mal, ne? So. Sintora, also 777, danke für dein Foto. Eben. So, was macht Antimaterie? Produziert er mittlerweile Soldaten? Nö, der kracht Schwerlust wie des Todes. Kasernen gebaut, nur eine Frage der Zeit, bis er teure Truppen produziert. Und die wird er auch definitiv rausschmeißen, weil da liegt ein bisschen was rum. Moin, Hena, ach, keine Ahnung, irgendwie so. Kriegst du auch nicht hin. Warte mal, der Typ, der gerade gefollowt hat, ne? Ja. Einfach mal Frage in den Chat, falls du das hörst und antwortest. Bist du Markus Heitz-Fan? Was? Er ist ein Autor. Gibt coole Fantasy-Bücher von dem. Erinnere mich gerade der Name dran, vielleicht. Ja, ja. Er hat geschrieben, yes, sir. Yes, sir. Ja, nice. Gefällt mir. Bin ich gerade auch wieder am Lesen. Ah, Fanboy, hä? Mhm. Was für Bücher? Na, die hab ich. Ja, sind Fantasy-Bücher. Die Zwerge und die Albaie heißen die. So, ich dachte, es kommt ein bisschen was über Ober. War viel lustiger gewesen. Ey, hab ich früher total gern gelesen und kämpfe mich gerade wieder durch die Reihe durch, weil demnächst neue Bände rauskommen. Deswegen. Ja. Das sind halt auch 10 fette Schinken, ne? Das ist ein richtiger Akt, sich da mal durchzuarbeiten. Richtig, aber. Digga, du musst nach Arbeiten schreiben. Du sollst ein Abi fahren. Ja, das auch. Ja. Die Abi. Eins nach dem anderen. Geht mir genauso totale Nostalgie. Nice. Finde ich cool. Nice. Ja, süh. Antimaterie steht kurz vor Überproduktion. Ja, Quatsch, Soldatenproduktion. Sorry. So, was macht Erzengel baut auch eine Kaserne, könnte theoretisch auch produzieren. Aber so wie es aussieht, geht ja Erzengel auf Bögen. Mit so einem schönen 50-50-Cocktail, ja? Ja, es ist gar nicht so schlecht in der richtigen Menge, ne? Aber sehr außergewöhnlich für SF, ja? Für die Vaterfreunde. Ja, ich meine,
Schwert gegen Schwert ist jetzt auch nicht das beste Mittel. Außer also ich würde. Ja, vielleicht. Aber. So, ich meine. Antimaterie produziert zur Minute 42,20. Er produziert Bögen für die Jäger. Also, wenn er die ganzen Bögen zu Jäger macht, dann hat er auf jeden Fall kein Fleischproblem. Ja, wer weiß, wie viele Tiere da spawnen, ne? Ein Jäger alleine macht dich ja auch nicht glücklich. Ja, wenn er genug rum. Also, wenn er nicht mal genug rum, ohne Scheiß. So, Antimaterie hat jetzt noch ungefähr 8 Minuten zum Dreien durchproduzieren von Siedlern. Ja. Oh! Soldaten? Sorry, bei mir läuft's halt nicht. Alles gut. Ich hab auch schon neben der Spur, das ist für sie. Hab ich nicht gemeint. Hab ich halt gemeint. Doch, doch. Aber alles gut. Ich bin Teil des Chats. Scheiße. Kann mir mal kurz einer bannen, bitte? Danke. Nee. Das machen wir nicht. Warum nicht? Ach. Nee, Antimaterie produziert jetzt die 8 Minuten, denke ich mal. Ja, das wird heftig. Er baut auch dezent der Schwertindustrie, braucht aber auch Häuser. Also Erzengel hängt halt einfach 2 bis 5 Minuten hinterher, würde ich sagen. Aber, habe ich gerade ein dummes Gefühl oder hat Antimaterie gerade ein leichtes Steinproblem? Weil die Häuser sind da dann nicht fertig. Oder laufen die einfach nur elende weit? Oder baut dann PT-Aufbau, glaube ich. Ich glaube, die laufen elende weit. Weil die Steinmesser also sehen nicht so rosig aus. Ja, hat ganz knapp keinen Siedlermangel, das wird. Ja, wobei geht. Aber ich glaube, der Stein reicht ihm vorerst. Ja. Er hat ja auch schon neue, effiziente Steinmetze nachgezogen, das ist in Ordnung. Ach, da oben. Macht er hier ganz ordentlich. Bingo! Insider geworden mittlerweile. Ja. Ja, neue Steinmetze, die laufen halt echt weit, ne? Also, boah! Sandy wollte sich ja heute in ihrem Stream eigentlich auch besaufen, aber hat sie dann, glaube ich, sein gelassen. Wer wollte das machen? Sandy wollte sich besaufen. Immer wenn Ando ordentlich sagt. Aber Ando hat es gemerkt und hat dann absichtlich oft ordentlich gesagt und deswegen hat Sandy einfach nicht besoffen. Das wäre auch ein schlechtes Vorbild für eine Mutter, bin ich mal ehrlich. Ja, aber to be fair, es wäre schon ein lustiges Trinkspiel geworden. Okay. Oh, das hätte man im Finale machen müssen. Oh, das war geil. Gruppensaufen. So, und rein von den Zahlen her ist Antimaterie jetzt mit 80, knapp 50 Mann vor als Engel mit 27. Mhm. Ich meine, klar, der hat noch Lager vor sich. Der hat noch Lager vor sich, die er plätten kann, aber. Ja, so viel ist es aber bei Erzengel nicht. Da liegen noch 10 Waffen rum. Ja. Dann ist da Ruhe. Bei Antimaterie, bei Antimaterie ist leer, ne? Generell Waffenschmieden hat Erzengel gerade 4 stehen, Antimaterie hat 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. wird gleich fertig. 7. Antimaterie hat 6. 6 stehen und die 7. ist gleich fertig. Jo. Und er hat auch generell schon viel mehr Eisenschmelzen und so, und die zwar alle auch irgendwie ganz, ganz knapp nur laufen, aber es sieht extrem gut hier aus, muss ich sagen. Sieht das ja auch, auch gefühlt an jeder Schmelze liegt genau ein Kohlekorb. Das ist ganz Leben am Limit, aber es läuft alles, also perfekt. Naja, die Waffen könnte aber schon ein bisschen mehr haben. Ach, er hat ein bisschen Gold über, aber ich meine, er zieht ja hier gerade auch die Waffenschmieden hoch, das ist voll in Ordnung. Gold übrig hat? Er hat keine Steine übrig für das. Ach, der kommt doch an die Steine ran, das ist doch nicht das Problem, oder? Aber für Ziris wird's eng, glaube ich. Ah, ich weiß nicht, ich glaube, das reicht. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es ja nicht. So, bei Antimaterie laufen Diebe wieder durch die Gegend. Diesmal seine Diebe. Ganz laufen. Stimmt. Also ich glaube, Antimaterie macht hier jetzt eine stabile 120er, 130er Runde. Wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja, wenn er Waffe kriegt.
Ah, die kommen ja nicht. Langsam ran. Schau mal, die Waffen schmelzen. Nee, Waffen schmelzen. Oh Gott. Waffen schmieden. Treffer. Die haben alle Kohle vorliegen, die haben Eisen vorliegen. Also da ist wirklich jeder einzelne ist am Laufen. Das hat er sichergestellt dadurch, dass er halt genug Eisenschmelzen hat. Ja, macht Sinn. Waffen läuft bei ihm nicht am Limit. Gold läuft ein bisschen knapper mit Kohle und Golderz, aber das ist ja auch kein Problem. Aber die Waffen laufen und also ich glaube. Ja, guck mal. 47 und er hat schon 97 Truppen, das ist. Ja, also Antimaterie wird ein gefährlicher Gegner im Viertelfinale, glaube ich. Oh ja. Wenn er durchkommt. Die beiden, also der Sieger von diesem Match hier spielt gegen Rob oder Tobi. Ach ja, das entscheidet sich hier gerade im Parallelstream. Oh, interessant. Stimmt, da die jetzt hier zweites Spiel spielen gerade eben. Ach, diese Dennis komplett verkorkst, ey. Wieso verkorkst? Na komplett verrückt meine ich, nicht verkorkst. Ja. Ja, ich bin selber ganz perplex hier. Ja. Ah, warum er da jetzt reist? Puh. Ja. Natürlich. Ach, du meinst gerade. Ja, ja. Bei Tobi und Rob? Mhm. Ja, gut. Man muss natürlich ja das selber wissen, ob man reist, ne? Also, okay. Oh. Ich muss sagen, ich hätte selbst ein schlechtes Trojaner-Spiel, hätte ich gefeiert, muss ich sagen. Ja, auch schlechte Trojaner-Spiele können sehr witzig sein, ne? Ja. Hat man ja gesehen in der Vorrunde, ich gegen Drapfel. Von dem habe ich alle nichts mehr gehört, das war ein echt korrekter Typ, ne? Ja. Da hatte ich das beste Spiel seit Ewigkeiten. Das war so geil. Ja, das glaube ich. Das glaube ich, das war richtig witzig. Das muss ich mir dann angucken, wenn es auf YouTube hochgeladen ist. Hauptsache Elkrip hat es endlich mal geschickt. Oh, apropos schicken, ich möchte halt auch mal hochladen. Beim Schimmelot über 10 Stück durch in der Gegend rum. Ja, nicht, dass ich hier Ärger von der Regierung kriege, weißt du? So, 120 hat er schon, er hat noch eine Minute zu bauen, also er schmeißt. Ja, siehste, Prognose trifft zu. Na gut, bei Erzengel, das ist auch nicht verkehrt. Okay. Das ist nicht verkehrt, was er macht. Aber es ist halt hinterher. Und ich meine. Ich sag dir eins: Antimaterie wird überrennen. Safe. Vermutlich. Die KK stimmt. Er geht mit keinem Malus raus. Er rennt einfach durch. Ja. Was man halt hier auch sagen muss, ne? Erzengel spielt da super solide. Also das Einzige, was er verkackt hat, waren die ersten 5 bis 10 Minuten. Danach. Konstant quasi den Rückstand gehalten, wenn nicht sogar ein bisschen aufgeholt. Hat hier eine sehr schöne Wirtschaft noch stehen. Das ist echt ordentlich, aber. So, haben wir noch 9 Sekunden. Ich würde sagen 130, 135. Weil er hat jetzt gar nicht schon durchproduziert. Ich würde sogar sagen 140. Ah, 137 sage ich. 34, ja, okay. Okay. 134 zu 85, von beiden kein schlechtes Spiel, auch von Erzengel eigentlich nicht, weil 85 sind eigentlich schon eine stabile Zahl. Ja, ist echt in Ordnung. Fast 140 oder hat jetzt 140. Ich glaube, es wird ein schnelles Ende. Aber was bei Erzengel so schade ist, waren halt die ersten 5 Minuten. Ich weiß nicht, ob ihn das dann mit dem Discord-Stream auch ein bisschen ich glaube auch, dass ich da ein bisschen durcheinander gebracht hat, das könnte natürlich sein. Ein bisschen geworfen hat. Könnte ich mir zumindest vorstellen, ne? Klar. Mhm. Oh, jetzt kackt er jetzt nicht sein Internet ab, oder? Nee. Oh. Das wäre natürlich äußerst ungünstig gewesen. Ja, das läuft halt sauber durch, ne? Das ist. Ja, er produziert weiter. Siedler. Nee, vergiss es. Überall. Ja. Bei beiden. Also, Siedler sind gar kein Problem. Hoi. Antimaterie rennt nicht los. Er will erstmal scouten, ne? Ich glaube, Erzengel hat ein leichtes Kohleproblem. Oder hat irgendwie blöd am Regler gedreht, weil die Goldschmelzen, die liegen gerade voll und die Eisenminen liegen auch voll mit Eisen. Eisenerz, ich habe zu wenig Kohlemine einfach. Nee, hat eigentlich keine Kohlemine. Okay. Doch, guck dir das mal an, die Goldschmelzen. Die haben keine Kohle, null. Ja, da hat er vielleicht gerade mal die Waffen jetzt hochgestellt, dass er die Waffen durchschmeißt. Ja, es ändert aber nichts. Das Golderz landet im Lager, Goldbarren kommen keine raus, das ist nicht gut.
Er hat nicht genug Kohle. Wenn er genug Kohle hätte, würden alle Sachen durchlaufen. Tun sie ja, aber leider nicht. Lass ihn doch mal am Kohleregler gespielt haben. Ja, das wäre aber doof. Ja, natürlich, aber es ist Taktik am Ende. Wenn es ihn zum Sieg verhilft? Ja, tut's ja nicht, weil die Wirtschaft steht. Schau mal, die Eisenminen, die eigentlich weiter Eisen fördern sollten, die liegen teilweise voll. Das bremst dich, wenn deine Industrie nicht läuft. Voll. Ja, überall, unten, guck mal, drei Stück. Ach Gott, ich guck gerade den falschen Spieler zu. Ja, bei Antimaterie ist alles super. ich hab grad den falschen Spieler zugeschaut, sorry. Bei Antimaterie hat er brutal viel Schwerindustrie, alles gerade so am Laufen. Ich meine, das ist in Ordnung. Ich hab aber bei Erzengel sind die Goldschmelzen halt total tot. Ja, aber Kohl liegt auch rum. Ich würde sogar sagen, ein Siedler. Ich muss keinen Siedlermangel haben. Ne, er hat definitiv, er hat Kohlemangel. Also, wenn er jetzt den Siedlermangel hat, dann ist er, ja. Ach, sieht da halt überall Kohle rum? Wo liegt Kohle rum? An den Kohleminen. Ach so, ja, die unteren, das wird natürlich einfach nur langsam abgeholt. Das ist nicht der Punkt. Aber der Punkt ist halt. That's not the point. Ja, an den Schmelzen ist nicht genug Kohle und die Siedler hat er, also. Ist das wieder der berüchtigte Siedler am richtigen Ortmangel, oder? Wer weiß. Na was denn, du Siedler am falschen Ortmangel oder Siedler am richtigen Ortmangel? Ja, ich werde da ständig korrigiert. Also, die Siedler sind am falschen Ort, aber sie mangeln am richtigen Ort. Deswegen der Siedler am richtigen Ort. Weil ich sogar vielleicht dezent falsch interpretiert am Ende. Dezent. Gut, und ich meine, der Vorsprung, der baut sich aus hier. Das ist. Ich wollte eigentlich gerade drauf, dass Antimaterie losrennt. Und warum rennt er nicht los? Ja, aber natürlich mit ein bisschen Laufwegen und. Guck mal, er hat keine 100 mehr, aber er hat schon einiges mehr. Also er weiß ja nicht, dass es bei Erz eigentlich so schlecht läuft. Vielleicht rechnet er auch mit ein bisschen. Also, ja, ich sage jetzt hier so schlecht, so ist das nicht gemeint, ne? Aber ich meine. Schlecht läuft's nicht, aber es könnte besser laufen. Deutlich. Ding ist, hat er, also sie haben beide Diebe, also eigentlich haben sie Vision. Aber bei Antimaterie stehen die Diebe nur vor seinem Land rum, beziehungsweise in seinem Land rum. Ja. Jetzt ja, können wir Antimaterie noch langsam. Noch 5 bis 10 Minuten warten und dann vielleicht geht's dann los. Ja. Vielleicht warte bis zu einer Stunde und rennt dann durch. Könnte ja sein. Das wäre jetzt natürlich, ich bin schon wieder woanders, wäre jetzt natürlich auch echt ein Unding, wenn ein Rob jetzt durch ein einziges verlorenes Wiki-Spiel quasi hier rausgekegelt wird, ne? Ja, das ist doch dann sein Zeitverschulden, ne? Ist, ja, auf jeden Fall, aber es wäre extrem, extrem bitter. Ja, natürlich wäre es bitter auch. Das sehe ich auch kein Mitleid mit oder so. Ich auch nur ganz wenig. Ich nur ganz wenig. Weil er keinen Bock drauf hat. Hat er einfach verkackt? Ja. Aber gut, das wollen wir mal den, wie heißt das, Tag nicht vor dem Abend loben. Ja, loben ja nicht. Meinst du ja den Abend nicht vom. Meinst du ja den Tag nicht vom Abend loben? So. Ja, so hab ich doch gesagt. Egal. Also ein bisschen verkokst war's gerade bei dir. Ein bisschen. Ja, das heißt, okay. Zwar abwarten, Tee trinken und hoffen, dass er keinen Siedlermangel kriegt. Erzengel hat wieder genug Kohle. Noch ein bisschen zu viel Eisenerz, aber das ist okay. Der Beschwurm schreibt auch gerade, finde ich schade, dass er sich zu fein ist, Trojaner zu spielen. Ja, genau. Finde ich auch. Aber gut, ich meine, wie gesagt, das muss jeder selber wissen. Ich finde das halt, also ich kann nur noch mal darüber reden. Ich finde das cool, dass ich halt jetzt wirklich viele gute Spieler gezwungen sehen, sich mal an den Trojanern zu probieren. Und ich meine, du weißt das ja aus erster Hand. Wirklich viele haben jetzt auch gesagt, hey, die Trojaner sind deutlich besser als gedacht und mit denen kannst du auch wirklich Konkurrenz machen. Ja, schreibt auch gerade im Chat. Trojaner sind witziger, als man denkt. Das ist total witzig und ich bin der Meinung, mit ein bisschen mehr Optimierung bist du vielleicht sogar stärker als ein Römer. Dauert zwar eine ganze Weile, weil du bist ja schon daherkommen.
Also, du musst es halt nicht. Also, Toyota ist halt nicht so, ich mach jetzt mal. Und du musst halt wissen, was anderer Aufbau. Du musst was anders machen. Und das wollen halt die meisten Spieler leider nicht. Aber wenn man das einmal probiert und wenn man sich ein bisschen Gedanken darüber macht, wie das funktioniert und wie du das Ganze quasi wirklich stark spielen kannst. Bisschen wie Römer auf Speed. Ja. Ich finde das auch so lustig, ne? Also 20 Jahre lang hat die... Oder, stimmt gar nicht. Die Trojaner sind nicht komplett scheiße seit 20 Jahren, sondern am Anfang waren sie OP. Dann wurden sie hardcore genervt und dann war, sagen wir, 19 Jahre lang war sich die ganze Community einig, Trojaner sind Mist. Trojaner sind kompletter Mist. Kann man nicht spielen, ist total das schwache Volk. Ja. Und da kommt irgend so ein Affe um die Ecke gelaufen. Hust ich. Und dieser Idiot, alle mal Hashtag, danke. Ja, und zwingt alle Trojaner zu spielen. Vor allen Dingen zwingen, ist ja nicht so, dass du dir das Pistole an den Kopf hast, du spielst jetzt. Doch, genau so. Ich bin seit Monaten hier, bin ich auf Missionierungsmission. Nee, sag mal so, Missionierungsauftrag. Ja, genau. Steffen schreibt auch schon, danke Fabi. Oh yeah. Ich hab das gerade vorgerufen. Trojazwang. Hashtag nice. Ja, da geht auch. Das ist gut. So. Beide haben noch so richtig Lust. Ich weiß nicht, ob die sich absprechen, ob die bis zu einer Stunde warten. Ja, die machen hier so ein Vorrunden-Ando-Ding draus und spielen PT90 oder so. Das geht ja alles. Vorrunden-Ando-Ding? Okay. Ja, ich glaube, der hat sich ja mal 2 Stunden lang mit seinem Gegenüber angeguckt oder so. auf der Mitzelkarte, ja. Ne? Ja, das Spiel hab ich auch gesehen. Soll jeder so machen, wie er will, ne? Mhm. Ja, aber wenn die bis 2 Stunden weiterspielen, dann geht ihnen vielleicht doch irgendwann der Stein aus. Wer weiß. Das könnte durchaus sein, ja. Der Bögen kommt jetzt hier bei Antimaterie mit. Bei. Also der Stein wird auch komplett weggebraucht, alles was Antimaterie baut. Antimaterie baut auch ein Siri-Set. Links, guck mal, bei der Wüste. Oh ja, das war. Da kennst du die Steinmetze haben nicht viel rumliegen. Ja, ist eigentlich gut so. Ja. Weil was voll liegt, arbeitet nicht. Gut, ich meine, ein paar Steinmetze sind auch turbo unnötig. Also der zum Beispiel zwischen seinen Goldschmelzen da, der kriegt ja im Leben nicht mehr einen Stein zum Bearbeiten. Nee. Auch die unter den Kasernen, die sind auch ein bisschen abstrus, sag ich mal. Aber scheinbar macht man das Maya-Spieler so. Scheinbar lässt man einfach Steinmetze im Nirvana stehen. Die eigentlich dann als du die Spitzhacke sparst. Ja, ich weiß, aber es machen erstaunlicherweise richtig viele Maya-Spieler. Das habe ich bei so vielen gesehen, die Steinmetze so in der Pampa lassen, dass die halt nicht komplett abgefuckt werden von den Meldungen. Dieser Steinmetze findet keine Steine mehr. Haben sie vielleicht das kannst du ausschalten. Ja, aber ist halt auch doof, ne? Ja, Risiko. No risk, no fun in the life. Ja gut, das ist auch ein ganz minimaler Kritikpunkt, ne? Also ich meine, die 5 Spitzhacken, die kannst du ja auch in der Werkzeugschmiede mehr produzieren, aber... Dann könntest du dir aber auch eine noch nicht sparen. Man könnte sie sich auch sparen, könnte vielleicht 5 Waffen draus machen, ne? Wer weiß. Oder angeln. Oder angeln, ja. Angeln wäre auch eine Idee. Aber... Ja, und ich glaube Antimaterie lässt es ja auch nicht... sich nicht lumpen, baut jetzt hier sein Ziri-Set fertig, liegt schon alles voll beliefert. Überarbeiter müssen noch hochkloppen. Er hat mehr Truppen, er wird gleich mehr KK haben. Er hat die größere Wirtschaft, wenn ich das hier richtig sehe. Und wie ich finde, auch die stabilere Wirtschaft. Stabil. Ja. Ach, sieht halt gut aus. Er verbaut alles, er verbraucht alles und er rennt drüber. Na gut, aktuell landet bei den Goldschmelzen von Antimaterie landet ein bisschen wenig Kohle, aber das ist gerade noch ausreichend. Das würden wohl jetzt auch gerade ehrlich gesagt nicht mehr interessieren, denke ich mal. Ja. Ja, und das Ziri-Set ist in der Mache. Da sind schon 5 Bauarbeiter da, die kloppen jetzt eins nach dem anderen hoch. Ja. Ja. Nebenständig noch ein Haus bauen. Klar, warum nicht? Ja.
So, und Erzengel muss ja auch noch mit der Heim-KK haushalten. Was vielleicht okay wäre, wenn er seine Häuser geschickt nutzt und mit Bogen quasi in den Häuserkampf geht, aber er hat auch größtenteils Schwertkämpfer. Das bedeutet, Schwertkämpfer. Hier muss ich komplett weg. Upp, doch nicht. So, will er umrunden? Will er in die Häuser einsperren? Oh, keine Ahnung. Bei Turmsleuten außerwegs des Landes. Boah, wird schwierig, ne? Der Turm ist so bombenmittig, da kommst du fast nicht ran. Könntest du mal bergrennen, das ist halt obvious as fuck, ne? Ja. Also richtig obvious as fuck. Antimaterie geht hier auch auf sicher und baut einen großen Turm. Genauso wie Erzengel. Ja, ist auf jeden Fall gut, weil ich meine, hat man ja schon häufiger gesehen, dass ein kleiner Turm einem sehr schnell zum Verhängnis werden kann. Ja, könnte durchaus sein. Ah, ich glaube Krawatte war das, ne? Der ist doch hier auch im Chat. Du kannst Fragen stellen. Hat sich auch irgendwie, ich glaube, eine Minute nach BT irgendwie einen Turm snipen lassen. Oh, mein Beileid, ne? Ist mir in der Vorrunde auch passiert, das ist schon bitter, aber die Lehre ist, bau einen großen Turm. Ja, viele sagen es aber auch Käse, ne? Nein, ein großer Turm ist nie Käse. Das ist einfach eine Absicherung. Da streiten sich halt bei überall der Meinung, ne? Ist halt normal. So, Kampfi, ja, hat er gemerkt, nicht in der Häuser kämpfen. Wobei, mit seinen Schwertis könnte er das machen gegen andere Schwertis. Na? Also ja, Schwert, okay, aber da stehen halt Bogenschützen dahinter, ne? Antimaterie ist orange. Ist er, glaube ich, immer. Und ich glaube, Erzengel ist auch fast immer lila. Ich glaube, Antimaterie ballert hier direkt sein zweites Series-Set durch. Das ist natürlich ja richtige Hausnummer hier. Ja, da rennt jetzt der Kakao. Also die Kampfkraft auf 124 kriegt er jetzt richtig schnell hochgeprügelt. Wahrscheinlich kommt er sogar noch ein Stück drüber. Damit ist er ordentlich im Vorteil, was die Kampfkraft angeht. So, es kämpft aber Erzengel nicht schlecht, er reißt sich das in Holz, um sich hinzustellen. Ja, das war smart, aber guck mal, Antimaterie hat ja auch viele Bögen dabei. Und er steht nicht in den Häusern drin, sondern hinter den Häusern, also das ist... Man kann jetzt halt von rechts durch das Loch durchrennen, ne? Auch gut. Ich glaube, das Ding ist hier auch. Ja. Schau mal, er hat deutlich mehr Kampfkraft, er hat deutlich mehr Truppen. Er steht hier eigentlich auch ziemlich gut. Also dafür, dass er quasi in den Häuserkampf gezwungen wurde, hat er eine fast ebenbürtige Position wie Erzengel hier. Oh. Damit ist das durch. Na, muss nicht sein, aber es sieht schwerer noch aus. Antimaterie altet hinten links die Bogenschützen ein. Dass alle schießen, halt wirklich alle. Ja, das ist gut. Das machen auch nicht viele. Nee, ich glaube nicht. Also ich habe es mittlerweile mehr angewöhnt, tatsächlich wirklich bei jeder Situation zu machen. Ja, also wenn es was bringt, ist das eine super Sache. Ich meine, da bin ich selber auch so ein Kandidat. Ich alte manchmal ein bisschen zu viel, sodass meine Truppen quasi weniger schießen, als sie könnten, dass ich im Endeffekt durch mein Rumgealte mir selber schade. Das kann natürlich auch passieren, aber im Zweifel ist es... Du musst halt die Situation sehen, ne? Genau. Wenn die Situation das hergibt, dass deine hinteren Reihen sich stauen und du wirklich mit kurzem Investment das Ganze deutlich nach vorne bringen kannst, dann ist halt eine coole Nummer. Irgendwo steht noch ein Turm rum. Wo? Oh, steht der Turm rum? Ah. Okay. Jetzt nicht mehr. King Cat schreibt auch schon GG. Ja, ist vorbei. So, dann müssen wir jetzt in irgendeinen Channel, wo wir mit den beiden reden können. Nein, die ziehe ich runter. Warte. Das kannst du auch machen. Richtig. So, da haben wir schon mal Antimaterie. BG. Hi. Und wo jetzt der andere Mensch ist, das weiß ich nicht. So, ich frage ihn mal. Ja, Antimaterie. Gut gespielt. Naja, Oder GG erstmal zum Gratulation zum Sieg, machen wir das mal so. Ja, danke. Ja, gratuliere auch. Ich
hatte hier irgendwie keine Kohleminen gefunden mehr, das war so blöd. Ja, du kommst definitiv aus dem Osten, Alter. Wir kommen ja beide aus Dresden, also. Warte mal, was? Ja, du kommst auch aus Dresden. Ja, ich bin auch aus Dresden, ja. Ne? Krawatte ja, hier, Steffen, der ist auch aus Dresden. Max Heiß aus Dresden. Möchtest du da ja bald DF heißen, oder? Dresden-Fans. Könnte man machen. DD hätten wir uns nennen können. Ach, DD, das wäre natürlich geil gewesen. Ja. Da waren wir auf jeden Fall stark vertreten. Ich denke, Michi ist wahrscheinlich erstmal in Rauchen gegangen. Ja, ich habe gerade gefragt, ob er noch in irgendeinen Channel kommt. Mal gucken. An den kommt er definitiv nicht, das weiß ich. Deswegen wollte ich gerade irgendwo rausschmeißt, ja. Ja, fangen wir erstmal an mit dir, Antimaterie. Wie gesagt, Gratulation zum Sieg. Hättest du irgendwas besser machen können in deinem jetzigen Spiel? Ja, auf jeden Fall mit zwei Werkzeugschmieden spielen. Also, wenn die Map so viel Stein hat, dann ich hatte einfach alles gehabt. Ich habe einfach keine Werkzeuge produzieren können. Also, das war eigentlich ein totaler Fail. Hätte ich eine zweite Werkzeugschmiede gehabt, dann wäre ich zu dem Zeitpunkt viel weiter gewesen. Okay, also, obwohl du eigentlich ein ziemlich gutes Spiel abgelegt hast mit 134 zur PT. Ja. Das war aber auch eine ziemlich geile Map, muss man sagen, also. Ja, tatsächlich, die habe ich auch gefahren, wo ich sie rausgesucht habe, tatsächlich. Erzeng ist da übrigens, kannst du moven. Oh ja, warte. Moment, wo ist er? Da. Hallöchen. Jetzt sind wir wieder weg, hä? Oder? Hä? So, auch an dich, schönes Spiel erstmal. Ich glaube, der ist nicht drin, oder? Er ist doch da. Doch, hallo. Okay, da bin ich blind. GG, Michi. Ja, GG. Ja, wie lief's bei dir? Ich hab's jetzt gar nie. Meine Werkzeugschmiede ist nicht hart geworden. Ich hab ab dort 13. Minute bis zum Ende permanent Spitzhackenmangel. Ich auch. Ich hab die ganze Zeit, ich hab's diese Nachricht, ey. Also man muss, wenn du das vergisst oder so, also auf die Karte, die hat ja so viel Steinfäller gehabt, da hätte man mit zwei Werkzeugschmieden spielen müssen. Ich hab die ganze Zeit überlegt. Echt, ich habe auch überlegt, aber ich dachte eigentlich, in meinen Proberunden geht's eigentlich auch mit einer, aber Maya mit einer, wenn du eine schlechte Posi hast, dann geht's, aber... Also er hat echt für eine Maya, also er hat eine richtig fucking gute Map für Maya, also... Ja, auf jeden Fall, alles andere, jedes andere Volk hätte dann tierischen Platzmangel gekriegt wahrscheinlich. Ja. Wobei, als Römer ging's noch, aber Vicky wäre ein bisschen eklig geworden. Würde noch gehen. Das wäre auch gegangen, ja. Adriana ist doch toll. Aber das Spiel kann ja. Wo wir gerade dabei sind, Dani, du, oder ihr redet beide gerade die ganze Zeit von Spitzhackenmangel. Bei dir, Dani, haben wir gesehen, du hattest Steinmetze, aber absolut in der Pampa stehen. Steinmetze, die waren also einen ganzen Kilometer vom nächsten Stein zu beackern. Ja, das ist ja einfach gar nicht abgerissen. Fuckt dich das nicht irgendwann ab, dass dann die Steinmeldung kommt dann dauernd? Nee, ich mach das gerne, weil ich den Bereich ja frei haben wollte, um dort Schwerindustrie hinzubauen. Und da baue ich nicht direkt gerne da einen Steinbruch hin, weil ich dann schon anfangen kann mit Schwerindustrie bauen und die noch weit laufen müssen. Deswegen habe ich die dort stehen lassen. Und es war aber eigentlich wahrscheinlich ein Fail, weil ich hatte auch kurzzeitig Steinmangel und weil eben Spitzhackenmangel. Die Steinbrüche wurden nie besetzt. Ja. Ich rede da nur ganz vom Ende. Also ganz vom Ende, wo halt wirklich gar kein Steinfeld mehr da war in der Nähe. Der Steinmetz, der hätte... Das habe ich dann einfach nimmer übersehen im Kampf. Gut, ist wahrscheinlich auch nicht ausschlaggebend. Jetzt hätte ich vielleicht die eine oder andere Spitzhacke vielleicht sparen können, aber... Halb so wild. Ja. Aber in dem Fall hätte es was gebracht. Er hätte euch die Spitzhacken gespart. Maybe. Ja. Nee, was uns auch noch aufgefallen ist, Michi, wirklich solide gespielt am Ende auch. Also zwar zwischenzeitlich dann auch irgendwie ein Kohlemangel, ist aufgefallen. Ja, aber du hast dich... Hauptsächlich hast du dich in den ersten 5 bis 10 Minuten abhängen lassen, so ein bisschen. Dann warst du 100 verbaute Ressourcen, warst du hinterher. Und dementsprechend auch immer einen kleinen Teil der Industrie, der später bei dir anlief als bei Dani. Und das hat sich dann durch den Rest des Spiels gezogen. Also das war der Hauptvorteil, den du da rausgespielt hast. Ja, ich hatte den 7. und den 8. Holzfäller nicht gesetzt. Oh, okay, ja gut. Das erklärt's. Ist noch gar nicht einfach. Ich hatte nur 6 Holzfäller. Da fing's schon an. Nein, müssen wir für morgen ein bisschen üben, würde ich sagen. Ach, geht schon morgen weiter? Na eben, bestimmt. Morgen 21 Uhr wieder bei mir und ein Döner. Morgen Trojaner. Ne? Dann reise ich direkt. Nein, nicht direkt reisen. Nee, wir haben schon mach hier Kane of Rob. Da hau ich dich. Doch. Du bist nicht weit von mir entfernt. Da hau ich dich. Bin im Urlaub. Du weißt nicht, wo. Kann gar nicht sein, dass du im Urlaub bist.
Wir haben gerade im Chat schon ganz viel Feedback gekriegt, dass es die Leute Schaden finden, wenn Trojaner nicht mal probiert wird, ne? Also es ist egal, ob es ein schlechter Trojaner ist. Warte mal, Fabi, du musst das mal erklären, warum. Also ihr habt es ja nicht mitgekriegt, weil ihr im Spiel wart. Rob hat das erste Spiel freiwillig verloren, weil er keinen Bock auf Trojaner hatte. Er hat am Anfang direkt seinen Turm gerissen. Rob und The Legend haben versucht, gleichzeitig ihren Turm zu reißen. Robs war früher kaputt, deswegen hat er jetzt einen Instant Loss gekriegt. Das ist natürlich... Jetzt spielen sie ihre zweite Runde mit... Vicky. Vicky, genau. Genau. Das finde ich eigentlich schade. Also ich war anfänglich, muss ich sagen, habe ich gedacht, ah nee, jetzt machen die bei freier Völkerwahl Trojaner rein. Da dachte ich mir, das willst du eigentlich nie, habe ich keinen Bock, die sind irgendwie kacke. Aber ich habe dann mich durchgerungen und das einfach mal probiert. Und ich sag mal, bis auf einen Punkt, dass man die Mine mal an- und ausschalten muss, was man am Anfang übrigens nicht muss, aber irgendein Tragelimit gibt es dann dort, wo man das immer machen muss dann gegen Ende, also gegen Mitte des Spiels schon. Und wenn das nicht wäre, dann wäre das tatsächlich ziemlich gut zu spielen, denke ich. Mhm. Warte mal, Florian schreibt gerade, erste Partie haben beide verloren. Die erste Partie haben beide verloren. Aber eben Unterschied, Unentschieden zählt nicht für die WM. Ach so, okay. Nach Stadt, die haben sie beide verloren. Egal, sorry, weiter geht's. Die haben eine Münze geworfen, oh je. Also schlechter kam, also sorry, nur Freund, aber schlechter kann man doch in WM-Spiel nicht beginnen und abschließen. Das ist doch bitter. Wenn beide das schon nicht können, ja, dann kann man es doch gerade spielen. Also das verstehe ich nicht. Ist doch gerade lustig, weil sie einfach beide können wegkacken. Dann ja. Ist doch geil. Schade. Ja, gut. Gerade wenn jetzt Dani die Trojaner geübt hat und du nicht, Michi, dann wird es natürlich eventuell einseitig. Aber... Ja, geübt. Das ist doch alles nur eine Verhältnissache. Mit Trojanern funktioniert das genauso wie mit allen anderen Völkern. Du guckst immer, wie es geht und dann spielst du es zweimal und das funktioniert oder funktioniert eben nicht. Ne? Ja. Gibt es zwei Sachen, das stimmt. Sehe ich auch so. Naja, aber gut, das sei dann euch überlassen, falls es denn morgen wirklich zu den Trojanern kommt. Genau. Schade. Naja. Na dann erstmal, gut. Wie gesagt, Dani, Gratulation für den ersten Sieg, ne? Michi, Kopf nie hängen lassen, morgen machst du den mal ganz locker flockig weg. Ne? Ich würde mal sagen, morgen spielt er mal als Wikinger. Das predikte ich jetzt einfach mal so. Werden wir sehen, was passiert. Und dann, ja, morgen, 21 Uhr, selbe Zeit, Andro kümmert, Gott sei Dank, da quatscht nicht so viel. Ja. Und in der Einsicht, habt ihr noch was zu sagen, ihr drei? Ich sag mal danke fürs Stream von eurer Seite her. Ja, und danke fürs Spiel. Oh, lustig zuzuschauen. Man hört sich morgen, ja. Ja, auf jeden Fall. Schönen Abend noch. Das gleiche. Schönen Abend euch. Ja, ciao. Ciao.